Das Skigebiet Silvretta-Montafon, das habe ich vor anderthalb Wochen besucht und wir haben auf unserem Reisekanal auch schon ein paar Impressionen euch draufgelegt und ich möchte euch jetzt ein bisschen was zum Skigebiet erzählen. Und zwar war ich immerhin 6 Tage dort, das ist für mich sogar relativ lang und ich möchte vorher schon sagen, es wurde nicht langweilig und ich möchte euch erstmal zeigen, wo liegt denn die Region. Dazu zeigen wir euch jetzt mal schnell bei Google Maps das Ganze. Ja, hier ist Österreich hier unten, da ist Liechtenstein, das wird hier sogar groß eingeblendet. Und direkt neben Liechtenstein an der Schweizer Grenze, da liegt das Tal Montafon. Und hier gibt es 3 Orte oder 4 Orte, wo das Skigebiet halt angrenzt. Das erste ist der Ort Schruns. Dann gibt es St. Gallenkirch, was so ein bisschen als das kleine Zentrum des Gebietes bezeichnet werden kann. Und dann gibt es noch Garschon und dann gibt es noch ein paar andere kleine Orte, wo man auch noch mit abfahren kann. Aber das ist so die Region. Wie kommt ihr dorthin? Vielleicht am Anfang ganz, ganz kurz. Man fährt ab Lindau ungefähr eine reichliche Stunde. Österreicher Autobahnvignette bis Bludenz. Dann geht es hier rein an Schruns vorbei nach St. Gallenkirch oder Garschon. Wo auch immer ihr hinfährt und dann könnt ihr dort halt euer Auto parken, beziehungsweise was mir auch aufgefallen ist, man kommt auch sehr, sehr gut mit dem Zug hin. Man kann nach Bludenz mit dem Intercity fahren und dann gibt es eine S-Bahn nach Schruns und von Schruns gibt es ein sehr gutes Bussystem. Da möchte ich wirklich dieses Montafontal loben bis Partennen hoch und dort kann man dann also, das fährt wirklich zum Teil in Halbstundentakt und was mir sogar aufgefallen für so ein Dorf, es gibt auch Nachtbusse. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur während der Wintersaison so ist, aber man kann auch in der Wintersaison gut hinfahren. Ja, gehen wir mal zum Skigebiet und ich switche gleich mal um. Ich habe gerade gesagt, dass das Thema St. Gallenkirch ein bisschen das Zentrum ist. Das ist hier, weil hier gibt es 2 Seilbahnen. Einmal in den Skigebietsteil Hochjoch und einmal in den Skigebietsteil, das seht ihr hier, nach Valisera oder Nova, wie auch immer sie es bezeichnen. Sie sagen wahrscheinlich Nova. Und das Ganze ist hier und hier seht ihr schon, die Pistenvielfalt ist relativ groß. Der einzige Punkt ist, was ich aber nicht schlimm finde, ist, das ist vom Hochjoch muss man mit der Bahn runterfahren. Die fährt übrigens ganz schön lang, das sind knapp 4 Kilometer und die fährt auch knapp 20 Minuten hier runter und hier hoch, je nachdem wie man es sehen will. Und hier muss man an der Grasjochhütte muss man umsteigen. Fangen wir mal ein bisschen an. Ich habe gewohnt in Garschurn und dann fährt man hier hoch mit der Versettlerbahn. Können wir mal gucken, ob ich das ein bisschen größer hinkriege. Geht auch größer. Aber man muss es ein bisschen rumschieben, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, hier hoch zu Nova Stoba und dann hat man hier wunderschöne blaue Abfahrten in dieses Tal rein. Das geht so ein bisschen, hier sieht man es bei der 51, ein bisschen serpentinmäßig auch runter, aber wunderbarer Schnee und ist dadurch, dass es ja auch relativ hoch ist, ist es schneesicher, war es bei mir jetzt gerade nicht vereist und das ist richtig, richtig cool. Auf dieser Seite gibt es jetzt nicht ganz so viele Abfahrten, außer die Tarnabfahrt. Hier unten für Übungsleute zum Reinkommen, ganz, ganz kleinen Tellerlift, auch ganz, ganz schön zu fahren. Das ist also wirklich ein sehr, sehr einfaches Gelände für Leute, die jetzt wirklich anfangen wollen, erstmal zu sagen, ich probiere jetzt erstmal nur und fange das Ganze an. Der nächste leichte Lift ist hier dieser, wie sagt man das, Spattler-Lift, würde ich jetzt aussprechen. Das ist eine schöne blaue Abfahrt. Die verlinken wir euch mal jetzt hier oben in komplett voller Länge. Die habe ich nämlich mal einmal in komplett voller Länge aufgenommen, dass ihr einfach ein bisschen Gefühl bekommt, wie sieht das Ganze dort aus. Hier geht es wie gesagt runter und dann geht es hier hoch nach in den Teil Valisera. Und da ergibt sich eine wunderschöne, riesige Skilandschaft mit ganz, ganz vielen Abfahrten. Richtig, richtig cool zu fahren.
zur Sonnenbahn zum Beispiel runter, richtig schöne blaue Pisten, aber auch hier runter richtig blaue Pisten. Man muss dazu sagen, ich habe das Skigebiet gesucht und den Aspekt, welches Skigebiet hat die meisten blauen Pisten? Das stimmt aber übrigens nicht ganz. Google hat mir das zwar ausgeworfen, deshalb bin ich auch dorthin gefahren. Aber die blauen Pisten, so viel Anteil ist es gar nicht. Ich habe mir nämlich mal die Daten kommen lassen, ne? Und zwar haben wir 141 Kilometer Gesamtpisten und davon sind 58 Kilometer blau. Also es ist nicht ganz die Hälfte, die blau sind. Und die blauen Pisten, die in diesem Skigebiet sind, die sind auch trotzdem so cool, dass sie ein bisschen abwechslungsreich sind, dass man sie nicht ganz so langweilig empfindet. Und es gibt immer noch mal so ein bisschen, zum Teil ein Stückchen, steilere Stückchen mit dabei. Das möchte ich dazu sagen. Also so, wenn ich jetzt ganz, ganz blutjunger Anfänger wäre, dann würde ich zum Beispiel wirklich hier drüben anfangen bei der 62, die ich euch wie gesagt gezeigt habe. Die ist jetzt relativ leicht zu fahren. Wenn man hier die 51 zum Beispiel runterfährt, das ist schon ein bisschen, also da muss man schon zumindest ein bisschen fahrerisches Kennen haben. Sie ist nicht schwer, aber ich würde sie mir jetzt nicht zutrauen, gleich am ersten, wenn ich jetzt 10 Jahre nicht gefahren bin, diese Piste zu fahren. So, auf jeden Fall gehen wir mal weiter. Dann kann man also hier die Sonnenbahn machen, kann hier drüben ganz, ganz viele Abfahrten machen. Es gibt hier oben immer wunderschöne Berghütten, alles wunderbar. Was ein bisschen meine Lieblingsstrecke war, ist die Talabfahrt nach St. Gallenkirch. Und zwar fängt man hier oben an von der Valisera Hüsli, oder von Bellanova, egal, von den beiden Bauten. Dann kann man die 20A hier runterfahren zur Mittelstation dieser Gondel. Und dann geht es hier durch, dann fängt es an, durch den Wald zu gehen. Wir zeigen euch auch mal Bilder von den Waldabfahrten hier runter. Und dann muss man einmal noch mal hoch, einen ganz, ganz kurzen, schönen kleinen Lift hier, diesen Verimiel, ja, wie auch immer man es ausspricht, auf jeden Fall. Und dann geht es hier durch Gafrescha, durch ein kleines Dorf, kann man fast sagen, hier runter und geht dann in einer kombinierten Schlittenabfahrt, weil abends ist Schlitten, tagsüber ist es Skiabfahrt, hier runter bis zur 20E und dann landet man hier bei der Talstation der Valisera 1 Bahn oder Valisera Bahn. Was mir nicht ganz so gefiel, ist der Lift hier, der Sessellift. Hier kann man nämlich abzweigen zum Sessellift. Da mussten wir, weil jetzt am Ende ein bisschen Schnee ist, unsere Skier abschneiden und erst und ungefähr, würde ich sagen, 15 Meter, 20 Meter laufen. Und dann konnte man wieder hochfahren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, sag ich mal, das ist ein bisschen blöd gemacht, aber das lässt sich nicht anders machen, baulich dort, das ist halt so. Und dann kommt man auch wieder hier oben an, dann hätte nochmal eine schöne Waldabfahrt. Diese Waldabfahrt ist wirklich für alle Leute, die so Waldabfahrten lieben, entspanntes Abfahren mit ein paar Kurven, aber es ist wirklich wunderbar. Und wenn wir einmal beim Stichwort Waldabfahrt sind, was mir besonders gut gefällt, ist auch die 24 hier durch dieses Tal hier runter. Da gibt es auch Bilder davon, die wir euch jetzt einfach mal zeigen, während ich das erzähle. Einfach entspanntes Fahren. Ich lasse euch mal mit 5 Sekunden, 10 Sekunden mit ein bisschen Musik alleine. Hier unten bei den beiden Talstationen, das Gelände ist relativ neu gemacht. Da gibt es auch ein gut aussehendes, cooles Hotel. Und dann kann man hochfahren zur Grasjochbahn und dort gibt es die Grasjochhütte gleich. Die empfängt einen und hier muss man umsteigen. Es sieht zwar aus, als ob es weitergeht, aber nein, man muss hier umsteigen. Aber das ist nur 5 Meter auseinander in eine andere Gondel. Und diese Gondel ist besonders, weil die haben so gelbe Scheiben, ganz, ganz markant. Und dann ist man hier oben auf 2430 Meter Höhe. Und dann kann man hier runterfahren. Man kann das Gras hier auch wieder runterfahren oder man fährt hier runter Richtung Kapell. Und dann hat man, das ist das Besondere bei der 1A,
fährt man durch einen fast 500 Meter langen Skitunnel rauf. Auch den verlinken wir euch jetzt mal oben gerade. Skitunnel ist richtig cool, 500 Meter durch den Berg oder knapp 500 Meter. Ich möchte nur sagen, wenn ihr Anfänger seid, richtige, ganz, ganz blutjunge Anfänger, dann ist diese 1A, finde ich, trotzdem ein bisschen schon nicht ganz für Anfänger geeignet, auch wenn sie eine blaue Piste ist. Da müsst ihr schon, solltet ihr ein bisschen fahrisch kennen haben, weil es wird an manchen Stellen ein bisschen enger, ein bisschen steiler. Es fährt sich gut, es war da oben, gibt es auch wenig Vereisungen, also das fuhr sich gut, aber ich möchte dazu sagen, das ist trotzdem nicht ganz so, finde ich, für Anfänger jetzt, für blutjunge Anfänger geeignet. Der Skitunnel ist total schön, dann geht es hier runter und hier gibt es fast schon amerikanisch richtig schöne, die 1C, die richtig schönen Abfahrten hier runter ins Tal, die auch sich richtig cool und schön fuhren. Hier gibt es so einen Bereich bei Kapell, wo ganz, ganz viele Pisten sind. Das ist ganz schön. Und wenn man ein bisschen, sag ich mal, anspruchsvolles Skifahren haben möchte, dann gibt es hier auch einen Bereich mit sehr vielen schwarzen Pisten. Eine Sache haben wir gemacht. Wir sind dann die Talabfahrt hier runter nach in das Silbertal gefahren. Und die ist blau. Ich möchte sagen, die ist blau zum Fahren, aber sie hat ein, zwei wirklich, finde ich, blöde Engstellen, dann verlangt es einen trotzdem ein bisschen fahrerisches Können ab, wenn man da drunter fährt. Und hier, leider habe ich das nicht so lange aufgenommen, hier gibt es, finde ich, den nostalgischen Sessellift, den es noch in den alten gibt. Aber ich sage euch bitte, liebes Skigebiet, behaltet den bei. Ich habe jetzt leider nur ein paar Bilder, wir werden das Bild aber mal einfriesen, damit ihr es seht. Das ist, sowas habe ich noch nie gesehen. Man sitzt wie in so einer Fischdose drin und fährt dann damit hoch. Das ist richtig, ja, ist spannend und ist richtig cool. Und dann kommt man hier hoch und kann dann gleich mit der Panoramabahn wieder zurückfahren. Was sich noch auszeichnet, ist hier drüben die Grasjochflächen. Die sind richtig coole, breite, autobahnbreite Abfahrten. Auch da würde ich euch jetzt mal 5 Sekunden alleine lassen, weil das ist echt eine Empfehlung wert für Genießerfahrer in diesem Grasjoch. Was ich nicht gemacht habe, war das Thema Snowpark hier oben. Das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Die Skirouten hier runter, da gibt's, also das zeichnet auch das Skigebiet aus. Es gibt jede Menge Skirouten, die jetzt nicht präpariert sind, die auch manchmal ein bisschen schwieriger sind und auch jede Menge auch noch blauer Abfahrten, die für die, sag ich mal, für die Könner-Szene einfach geeignet sind. Da könnt ihr mal selber den Kommentar drunter schreiben, wenn ihr das kennt, wie gut ihr die Abfahrten findet, weil ich bin eher doch der Blau- und Rotpistenfahrer. Und das dazu. Jetzt gucke ich mal auf, was ich mir noch aufgeschrieben habe dazu. Also wie gesagt, es gibt 141 Kilometer Pistenabfahrten, das hat 48 blau, 41 rot und das Ganze noch 30 Kilometer Skirouten und 12 Kilometer richtig schwarzer Abfahrten. Dann, ach ja, genau, abwechslungsreich. Das ist für mich das Stichwort, weil die Skiabfahrten sind total abwechslungsreich. Man fährt, wie gesagt, mal durch ein Dorf, mal fährt man über große, weiße Flächen, mal fährt man durch den Wald. Das ist richtig schön zum Fahren und es gibt auch für Schlittenfahrer halt genügend Möglichkeiten, Schlittenabfahrten zu machen und halt Skitourenfahrer, die einfach wirklich sagen, ich will nicht an den präparierten Pisten fahren, ich möchte es mir einfach mal geben, bei besonderen Strecken zu fahren. Auch das läuft richtig gut. Und ja, mir gefallen nochmal zurück hier diese 24, gefällt mir sehr hier runter. Wir sind sehr auf die Kombination gefahren, den 40 runter bis hierhin. Hier ist so ein bisschen auch ein zentraler Umsteigepunkt, wenn man hier wieder zurück möchte. Das zeigen wir euch jetzt gleich mal. Da sind halt 3 Talstationen gleich nebeneinander und hier unten sind 2 nebeneinander. Auch das zeigen wir euch jetzt mal in aller Ruhe. So sieht das Ganze aus hier unten und so sieht das Ganze aus hier. Ja, und das Skigebiet ist relativ schneesicher, weil es recht hoch ist schon. Man kann also schon damit rechnen, dass man recht lange Ski fährt. Ich habe jetzt gar nicht die Zeit, bis wann sie Schluss machen, aber das könnt ihr, sag ich mal, sowieso lieber nachlesen. Jetzt geht's zum Thema Wandern. Meine Mutter ist mit gewesen mit ihrem Hund und sie ist gewandert.
Und da vielleicht auch noch ganz kurz, weil wenn man jetzt nicht alle mehr Skifahren, dann gibt es also mehrere Möglichkeiten. Man kann A, hier hochfahren, fangen wir mal hier oben an bei Versettla. Da hat man zwei Wanderwege, die allerdings nur hin und zurück wieder zur Bergstation gehen. Dann gibt es hier oben sehr viel Après-Ski. Dann gibt es hier bei Valisera kann man einen Wanderweg machen bis zur Mittelstation, dass man halt entweder von oben nach unten oder von unten nach oben läuft. Und bei der Grashochhütte gibt es noch einen kleinen Wanderweg, das ist ein kleiner Rundwanderweg, die kann ich euch sagen. Oder wenn ihr durch Tal laufen wollt, dann kann man hier von Garchon nach St. Gallenkirch zur Talstation auch in 1,5 Stunden laufen. Das ist wunderbar. Oder man kauft sich eine Wanderkarte, dass man dann an 3 Tagen zum Beispiel in die Skigebiete hochfahren kann, an den Stellen, wo man halt hochfahren kann. Und das kann man dann auch nutzen, um dann oben halt lang zu laufen. Das vielleicht noch dazu. Es ist für mich ein Hochgeburtsgefühl. Es kommt mit mir ganz, ganz klar. Es ist für mich so eine Sache, dass ich sagen kann, das ist wirklich cool, wie Skifahren, wie auch in den Schweizer Alpen, wo es einige große Skigebiete gibt, die ich auch ähnlich gut finde. Aber das steht es überhaupt nicht nach. Vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen praktische Informationen. Wenn man hier in Garchon losfährt und man braucht dann bis zu dieser Talstation hier drüben im Silbertal, da ist man schon seine 1,5 Stunden unterwegs. Ne? Das ist schon hier ein bisschen ganz gut, weil diese Zahlabfahrt hier runter, die 20E, die zieht sich recht lange. Dann braucht man, wie gesagt, die 20 Minuten hoch. Ich finde deshalb ein extrem schönes, vielfältiges Skigebiet. Mein persönlicher Tipp an dieser Stelle, Silvretta Montafon als Skigebiet. Da möchte ich noch eine Sache sagen zum Thema Pricing. Das ist noch wichtig, wenn ihr Skipässe kauft. Es gibt dort keine, wenn ich es richtig verstanden habe, keine klassische Preisliste mehr, sondern es ist so, dass das ein dynamisches Preissystem eingeführt wurde, so ähnlich wie man es kennt von Fluggesellschaften oder von der Deutschen Bahn. Das heißt, wenn ihr zeitig genug bucht, euch online ein Skiticket reserviert für schon ein bisschen Vorlauf, dann wird es günstiger in der Regel. Oder wenn ihr zu Zeiten fahrt, wo vielleicht nicht ganz so viel los ist, wird es auch günstiger. Natürlich, wenn man zu Hochzeiten fährt, wird es wahrscheinlich eher teurer oder es gibt Oberpreise. Genau kann ich es euch nicht sagen, aber es gibt dort halt, wie gesagt, das dynamische Preissystem. Bucht das einfach vorher. Ich bin nämlich einfach nur hingegangen zum Schalter, habe es dann gekauft, aber ich hätte im Prinzip was sparen können, hätte ich das schon vorher online gemacht und ein paar Tage vorher halt schon gebucht. Jetzt möchte ich euch noch 2 Tipps geben. Ein Tipp ist das Thema Skitunnel. Dazu gibt es jetzt hier ein Video, dass die Durchfahrt durch diesen längsten Skitunnel der Welt einfach euch zeigt. Und nebenan gibt es das Skigebiet Gargellen. Das ist was für blutjunge Anfänger. Dazu gibt es jetzt auch gleich ein Video hier im Anschluss.